arbeitet. So. So, dann wollen wir mal den Tisch ganz schön aufbauen. Zum Tanzen. Moin, Sprachwurde. Moin, moin. Ja. Alle frisch im Schritt. Bei mir schon. Geht doch. Das glaube ich dir gerne, wie du wieder aussiehst heute. Schick, ne? Halb nackt läuft sie hier rum. Naja. Sag mal, Sprachwurde. Müssen wir heute etwa wieder deinen gammeligen Fisch an die ahnungslose Hausfrau bringen? Willst du oder willst du nicht? Nee. Denn deine Fische und deine Figur, das ist alles eins. Genauso mickrig und dünn wie du. Lass das sein. Hier, pass mal auf, ich zeig dir was. Aber ich sag dir eins, ne? Was? Weil du heute wieder von mir gibst, du. Hast heute deine Tabletten nicht genommen, wa? So was Freches. Muss ich mal mit. Ey, also Kaffmuschi, du. Das ist doch kein Wunder, wenn meine Heringe so klein sind, ne? Wieso? Dein Oller, der klaut die bei mir aus den Netzen raus, die Dicken, und schmeißt den mickrigen Teil von die Fische mitsamt dem Netz wieder rein in das Wasser, ne? Das kannst du mir schon glauben, da brauchst du gar nicht so blöd lachen, ne? Man hat ihn ja schon flüchten sehen, wenn er unseren Kutter hat anzogen kommen hören. Puh, das muss er erst mal beweisen, dann kann sein Fisch wohl aufmachen, du! Und außerdem, ne? Ich zeig dir hier, pass mal auf hier. Jetzt hier, guck mal hier. So, zack, zack. Hier, mein Angebot. Mein Angebot. Das ist ja gerade die Höhe, wa? Ach, der dämliche Kuh. Wieso? Verzaufen uns die ganze Kröte hier. Das ist Preisnahmen, was du machst. Meinen Sie etwa mich? Ich schäme wohl die Gräten zu eng. Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit. Versauen tue ich mich noch immer alleine. Ich kaufe bei dir. Dann machen Sie mal, junge Frau. Ja, was haben Sie denn da? Ich habe hier ganz wunderbar 1 Kilo Hering. Quatsch. Wo ist mein Karpfen? Oh, hier. Mein Karpfen hier, wunderbar, nicht? Und zu dem Karpfen gibt es 1 Kilo Hering dazu. Praktisch an der Quote vorbei, nicht wahr? Und, junge Frau, wenn Sie jetzt erraten, welchen Fisch ich meine, ich singe jetzt ein Liedchen, hören Sie mal. Und ihr könnt alle mitsingen. Ich trinke auf dein Wohl, Marie, auf das, was mal war. Die Zeit war so schön wie nie, so schön. Mein Zander! Richtig, kommen Sie mal mit dich ein. Geben Sie mal Ihre Tasche her. So, ich bin mit dem einen. Föhren, Heringe, Broschen. Und heute alles bei mir. Heute gibt's noch zu jeder Forelle 1 Kilo Hering dazu. Und weil heute Samstag ist, auch noch 1 Kilo Sprotten. Und ein Knochen obendrauf. Hey. Übrigens, du hast eine tote Möwe in deinem Tisch. Hast du das schon gesehen? Eigentlich mit dem ergonomischen Fischabdruck. Ich bin gespannt. Ja, wollen wir mal gucken. Na, gute Frau,
Ja, guten Tag. Darf ich mal Ihre Lebensmittelquotenkarte sehen? Die was? Also Sie meinen diese Bonuskarte, die wir jetzt alle immer mitführen. Wo habe ich sie denn? Ah ja, hier, schauen Sie, ja, hier. Ja, das ist sie, das ist sie. Ja, cool, also ich meine mal, Bonus ist nicht ganz richtig. Nicht? Nee, nee. Hier steht doch eindeutig drauf, dass Sie pro Kopf im Monat 100 Gramm Fisch zu sich nehmen dürfen. Ne? Ja, ja. Ja, ein bisschen weniger. Und das muss Karpfen-Uschi oder Sportenlotte Ihnen abstempeln beim Kauf. Das ist eine sogenannte Quote. Und Sie haben Ihre für Februar schon ausgeschöpft. Verstehen Sie das? Nee. Mein Gott, das ist ja wie nach dem Krieg. Das haben wir nicht gewusst. Also, was ihr euch da in Brüssel immer so ausdenkt, ne? Ja, das ist raffiniert. Nee, das versteht auch kein Mensch. Ach. Ich letztens erst, ne? Da habe ich im Radio so was gehört, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Wie war denn das nur? Ja, also wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst. Wir sehen das doch jeden Tag. Es fährt ein Zug nach nirgendwo und Marmor, Stein und Eisen bricht wie ein Stern in einer Sommernacht. Ja, wann wird es denn mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Mit Sonnenschein von Juli bis September. Denn über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, meine Lieben. Blau, 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 blüht der Enzian. Sag mir, wo die Blumen sind. Ja, wo sind sie denn geblieben? Gehen wir weiter atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht? Ja, Herr Backhaus, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Aber mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, Herzilein. Du musst nicht traurig sein, denn über sieben Brücken musst du gehen. Die Frau Ministerpräsidentin hat einen Knall. Was? Rotes Gummiboot. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber lassen Sie mich trotzdem ein persönliches, denn schön ist es, auf der Welt zu sein. Wir alle wollen nur ein bisschen Frieden. Auch ein bisschen Spaß muss sein. Denn nur für mich soll's rote Rosen regnen. Ja, meine Lieben, auch Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Wunder, meine sehr verehrten Damen und Herren, Wunder, die gibt es immer wieder. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Ratterdatzong, ratterdatzong, weg ist der Balkon. Bon. Dankeschön, auf Wiedersehen. So redet man nun mal in der Politik. Aber es geht doch hier auch nicht irgendwie um bla 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 bla, sondern um CO2-Vermeidung, ne? Und Nachhaltigkeit. Man kann doch auch Tofu-Makrele essen oder Algenaal. Was soll denn das? Ich habe doch gesehen, wie der Zander in ihrer Tasche verschwunden ist. Oder was? Ja, ich will mal ein Fischauge zudrücken. Den lasse ich Ihnen heute. Ach, ich muss jetzt auch los. Also mein Helikopter wartet. Ich muss jetzt noch zum Friseur nach Paris. Und nachher noch zum Hummeressen. Zum Hummeressen. Nach Madrid. Aua. Hilfe. Frische. Im Dezember auf dem Fischmarkt läuft die Arbeit nur mit Druck. Auf dem Tisch wird mir der Fisch hart und der Druck.